Im Preis-Leistungs-Verzeichnis des DKB Brokers steht schon seit längerem ausgeschrieben, dass es einen Auszahlplan geben soll oder eben schon gibt. Aber nirgendwo findet man diesen Auszahlplan. Ich habe jetzt mal bei der DKB angerufen und mal ganz genau nachgehört, wo denn dieser Auszahlplan eben steckt. Viel Spaß jetzt beim Video, let's go! Willkommen zurück bei Finanzfitness, Mike Wagner hier. Ich zeige euch auf diesem Kanal, dass ihr eure Finanzen genauso trainieren könnt wie eben eure Fitness und lasse euch hier auf diesem Kanal an meinen Erfahrungen teilhaben und möchte natürlich, dass ihr besonders viel lernen könnt. Deshalb schreibt doch unten in die Kommentare, wie ich euch vielleicht weiterhelfen kann. Wenn ihr Anregungen oder Ideen habt zu Videos, die ich für euch machen könnte, dann schreibt das eben auch unten in die Kommentare und lasst vielleicht mal einen Daumen hoch da, wenn euch dieses Video gefällt. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert, gerne weitere Videos von mir sehen möchtet, dann lasst doch auch mal ein Abo da. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Vielleicht betätigt ihr ja sogar die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Dann bekommt ihr nämlich eine Nachricht auf euer Handy oder wo auch immer, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich habe mit einem Kollegen bei der DKB gesprochen und er hat mir mitgeteilt, dass er in seinem Interface schon den Auszahlplan einsehen kann. Ich habe gesagt, ich kann ihn noch nicht einsehen. Da hat er mir gesagt, ja, da gab es noch die ein oder andere Sache, die verändert werden muss. Und deshalb hat man diesen Auszahlplan gar nicht erst veröffentlicht. Er wollte mir natürlich nicht sagen, was denn hier gerade der Fall ist oder warum das der Fall ist. Ich habe jetzt natürlich nachgefragt, wann können wir denn endlich mit diesem Auszahlplan rechnen? Er hat mir gesagt, dieses Jahr wird es höchstwahrscheinlich nichts mehr werden. Ich wüsste doch, wie das so ist. Er rechnet damit, dass es im nächsten Jahr eventuell der Fall sein könnte. Aber, das kann mir hier natürlich überhaupt nicht sagen. Er wollte mir das natürlich auch nicht mit Sicherheit sagen und hat mir gesagt, mit Vorsicht genießen. Also wait. Aber wofür dient denn eigentlich so ein Auszahlplan? Ein Auszahlplan ist dafür da, wenn wir das hier bei der DKB sehen, soll der 1,50 Euro kosten, ob das jetzt einmonatlich, zweimonatlich oder vierteljährlich hier eben stattfindet, wo man etwas auszahlen lassen möchte aus seinem Depot, dann kann man das natürlich nutzen, um es quasi als eine Rente oder als ein monatliches Zusatzeinkommen hier zu nutzen und da anteilig aus dem Depot eben etwas zu verkaufen. Hier muss man natürlich ganz klar entscheiden, möchte ich das monatlich machen oder macht es vielleicht mehr Sinn, das einmal im Jahr durchzuführen. Monatlich kostet uns hier das 1,50 Euro. Aufs Jahr gesehen wären das dann 18 Euro, wenn man das monatlich ausführt. Man hat hier eventuell, und da sage ich wirklich eventuell, Achtung hier, den Vorteil, dass das Geld im Depot noch weiter wachsen kann. Viele sagen, it's the time in the market that helps you out. Das heißt, die Zeit im Markt, je länger man investiert ist, desto besser. Deshalb kann es sein, dass es hier monatlich in der Auszahlung einen Vorteil hat. Aber hat man natürlich vielleicht die Möglichkeit, hier höhere Beträge auszahlen zu lassen, dann muss man schauen, das kostet hier beispielsweise an inländischen Börsen im Verkauf über 10.000 Euro 25 Euro. Ist man darunter oder bei 10.000 Euro, zahlt man hier nur 10 Euro. Da muss man dann schauen, im Vergleich zu den 1,50 Euro monatlich hochgerechnet, was sich da hier ganz genau lohnt und auch wie die momentane Marktsituation natürlich ist. Ihr müsst euch natürlich fragen, möchtet ihr einen solchen Auszahlplan nutzen? Ist das für euch mal eine Option später oder steht das überhaupt gar nicht erst zur Debatte? Ich denke, es ist eine besonders gute Möglichkeit, diese Auszahlpläne hier eben durchzuführen, aber man kann natürlich auch einfach Aktien wählen, die schon einen gewissen Prozentanteil mit Dividenden ausschütten und diese Dividenden eben einfach quasi als Ausschüttung oder eben als monatliche Zusatzrente, als zusätzliches Einkommen nutzen, sodass man vielleicht eine Firma hat, die man gar nicht erst verkaufen möchte und Buy and Hold macht und diese Firma eben langfristig hält oder eben ETFs hat, die ausschüttend sind und diese langfristig hält und von den Dividenden hier lebt oder die Dividenden als Zusatzeinkommen nutzt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und hilft euch hier vielleicht weiter. Bei der DKB ist es eben so, dass es noch einen kleinen Moment dauern kann, bis eben dieser Auszahlplan kommt. Er meinte, die Menschen, die jetzt gerade investieren, die werden auf jeden Fall, wenn sie in Rente gehen, einen solchen Auszahlplan haben. Das bringt mir natürlich nichts, weil ich möchte euch ja natürlich hier liefern, weil ihr mich gefragt habt, wann kann man denn endlich diesen Auszahlplan nutzen und wann kann man endlich hier Sachen auszahlen lassen, Geld aus dem Depot auszahlen lassen. Und das ist natürlich besonders wichtig für mich, dass ich euch hier weiterhelfen kann. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Ciao.